war ein ganz normales Kind, wie andere Kinder auch. Mal schlief ich auf dem Rücken und mal schlief ich auf dem Bauch. Ich schlief auch auf der Seite, aber nie sehr lang. Dann war ich wieder munter und meine Mutter sang: Mein Kind spielt gern mit Autos und auch sehr gern mit Puppen, aber am liebsten spielt mein Junge mit den Tütensuppen. Da saß ich auf dem Boden, da fuhr ich in dem Buggy und immer waren sie dabei, von Knorr und auch von Maggi. Sie fragten meinen Kinderarzt, was soll die Eigenheit? Der Arzt war sich ganz sicher, das gibt sich mit der Zeit. Ich wurde immer größer, jedoch es blieb dabei. Nur wenn ich Tütensuppen sah, legte sich mein Geschrei. Da halfen keine Autos, da halfen keine Puppen. Das Einzige, was wirklich half, das waren Tütensuppen. Und jetzt bin ich erwachsen, ich wachse nicht mehr weiter. Ich bin manchmal glücklich und mein Gemüt ist heiter. Und wenn es mir mal schlecht geht, da helfen keine Pillen. Dann muss ich in die Küche gehen, mein Verlangen stillen. Dann kribbelt's von den Zehen bis in die Fingerkuppen. Ich koch zwar nur mit Wasser, aber auch mit Tütensuppen. Ich habe keine Hobbys, ich brauche keine Gruppen. Ich brauche nur die Liebe und natürlich Tütensuppen. Da, 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 da. Dann kommt eigentlich jetzt mein Chor, ne? Aber nö, nach Hamburg kommen wir nicht mit. So. Danke. Die Chöre, die werden immer zickiger, ne? Wenn du jetzt nach Goa fahren würdest, meinten sie, mit einer richtigen Band und so, dann, ja, ne? Ach, hier, ja, und so reduziert sich das immer. Ich hatte auch so einen Kleinen, der mir immer die Seiten umblättert, ne? Der konnte das gut, ne? Der war so, ja, normal intelligent. Jetzt macht er auch nicht, ne? Hat jetzt auf Viva eine eigene Sendung, ne? War mir doch egal. Und ich erzähle meinen Kindern immer, ihr braucht Abitur, wa? Alles Quatsch.